herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Happy Halloween. Ja, gestern kam ja schon sozusagen eine Sonderfolge zu Halloween. Ich habe jetzt hier den LKW, ich weiß gar nicht, was ich mit dem soll. Weil der bringt mir eigentlich nichts. Was soll ich denn jetzt mit dem LKW? Ich könnte schon mal den Ponze und so. Ups, Licht aus. Das Equipment schon zum Wald fahren, weil wir haben ja einen neuen Pachtwald. Beziehungsweise einen neuen alten Pachtwald. Da ist wohl der Bremsschlauch noch nicht dran, die Hydraulik. Da stellen wir das Equipment schon mal rüber. Ja, wäre fast geblitzt worden. Es wird so angenehm mit dem Holzhacker. Oh, die haben wieder aufgeforstet, oder wie? Oh, ho, 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 ho. Dann muss ich den da irgendwie rückwärts reindrücken. So, einmal korrigieren muss erlaubt sein. Okay, zweimal auch. Gut, steht das schon mal da, dann holen wir noch den Scorpion King, den Harvester und dann den LKW, den Anhänger. Das war's dann schon mal. Und dann müssen wir nächste Woche auf jeden Fall Holz machen. Zum einen fürs Sägewerk. Vielleicht ja, vielleicht da ein bisschen Holz auf die Polder legen dann auch. Und
natürlich in den Holzhacker was rein. Aber das gucken wir dann mal, ob da noch was übrig bleibt für den Boulder. Ich denke, wir werden erstmal das Sägewerk vollknallen. Und dann den Hacker. So spät, ey, dass sie alle noch arbeiten. Ich mache heute nur noch den Hacker hin und her. Den Dinger und dann habe ich keinen Bock mehr heute. Was haben wir hier? 5, 2, 4, 8. Ja, ein paar Eierkartons haben wir. Ist jetzt noch nicht so viel. Die LCD-Anzeige, die ist ja geil. Da kannst du, siehst ja auch, was du eingestellt hast. Das ist perfekt. 12 Meter machen wir, glaube ich. Oder 10? 15. Könnt ihr ja schon probeweise ein paar Bäume fällen, oder? Sollte ja kein Problem sein. Ich müsste halt mal gucken, wie die Kiefern fallen. Was für Stückchen wir da hinkriegen. Geht denn das nicht? Achso. Ne, Motor ist doch an. Hä? Achso. So, probieren wir mal. Meter. Ne, ich probiere mal 12.
Das reicht. Nee, wären tatsächlich 15, glaube ich. So, gucken wir mal. Wenn er den komplett macht, dann passen 15 Meter. Ja, perfekt. Und bei dem hier macht er da zwei Stückchen draus. Ja, 15 Meter ist völlig in Ordnung. Also haben wir den Warnblinker noch an. So dunkel, man sieht nichts. Hoffentlich, hoffentlich. Kommt Jürgen hier nicht vorbei und sieht, dass ich diese Woche schon arbeite. Also 12 Meter passt gut auf einen Anhänger, muss man sagen. Ja, das war ja auch wieder typisch, ne? Da ist einer. Der hier mit dem Auto vorbeifährt oder so. So, jetzt gucken wir mal die 15 Meter Dinger. Die könnten tatsächlich zu lang sein. Jetzt hatte ich schon wieder. Oh. Ich gerade den Spleen, dass hier jemand rumspringt, Alter. Ich bin richtig paranoid schon. So. Es ist halt immer so, gell? Wenn man was Verbotenes tut, dann weiß man es eigentlich schon.
Aber man macht es trotzdem. Und dann sind die Sinne ein bisschen anders. Ah, 15 Meter geht auch. Oh. Die Fichten, sie sind halt deutlich schwerer, ne? So, ich bin mal gespannt, ob wann sich der Diesel nochmal meldet, weil der muss natürlich trotz allem noch. Achso, ne, der muss ja erst MPU machen. Alter, das gibt's nicht. Naja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.